Ich zeige euch heute, wie ihr super leckere Schokobrötchen selber machen könnt. Da sagt keiner nein, oder? Das Rezept ist wie immer unten in der Infobox verlinkt. Für den Teig gebe ich mir das Mehl jetzt in meine Schüssel, forme dann eine Mulde und da kommt Zucker und Hefe rein. Und da kommt jetzt noch die warme Milch drauf und dann lasse ich das 10 Minuten stehen, bis die Hefe schön schaumig ist. Hier gebe ich jetzt noch die weiche Butter, das Ei und das Salz dazu und verknete alles zu einem geschmeidigen Teig. Wichtig ist, dass die Butter weich ist, damit sie sich gut im Teig verteilt. Ich knete hier jetzt noch meine Schokotröpfchen ein. Wenn ihr die nicht mögt, könnt ihr auch super gut getrocknete Cranberries oder Rosinen nehmen. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, wie ihr diese Brötchen am liebsten esst. Abgedeckt muss der jetzt leider mindestens eine Stunde stehen. Aus dem Teig forme ich mir jetzt 10 gleich große Kugeln und lege die dann auf ein Blech. Und weil ich es gerne genau habe, wiege ich das Ganze ab. Und so bleiben die ganzen Schokobrötchen jetzt für eine halbe Stunde etwa abgedeckt stehen. Was soll ich euch denn demnächst nochmal hier auf dem Kanal backen? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Bevor die jetzt in den vorgeheizten Ofen wandern, bestreiche ich die mir noch mit Ei, damit die einen schönen Glanz bekommen. Wie toll die geworden sind. So richtig schön goldbraun. Genauso müssen sie sein. Eine leckere Reihe für Groß und Klein. Ich lasse es mir jetzt schmecken. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und ein Däumchen dazu lassen. Ja. War so fluffig.